So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Die Reisen des Zheng He. Im Englischen Ming Voyages, viel einfacher. Ein Spiel für ein bis zwei Personen bei Frosted Games erschienen von David Mortimer und Alan Paul. Ein Spiel um Schätze und Eroberungen. Wir befinden uns im alten China und wir spielen ja, zwischen 1405 und 1433. Wir spielen das chinesische Kaiserreich, also den Kaiser, der die Reisen des General Zheng He unterstützen möchte und gleichzeitig das Problem hat, gegen anrennende Barbaren an der chinesischen Mauer, die damals noch intakt war, ja, standzuhalten. Wir haben mehrere Aufgaben zu erfüllen. Ich habe hier einen Teil aufgebaut. Ihr seht hier, dass China das Heimatgebiet des Kaiserreiches, das steht hier. Wir haben fünf Grenzgebiete: Yunnan, Sichuan, Gansu, Shaanxi, Liaodong. Wir haben sieben Reisen, die der Kaiser machen möchte. Und wir haben drei mongolische Heimatgebiete: Westmongolen, Ostmongolen und die Mandschuren, also insgesamt die Barbaren, so rum. Nicht nur Mongolen, sondern auch die Mandschuren. Und wir haben das Südchinesische Meer, in dem von dem aus diese Reisen starten sollen. Ich habe fast alles aufgebaut, sage ich euch, denn wir müssen noch, wir kriegen als Kaiser eine Seereise schon mal vorab geschenkt, die Sumatra-Reise. So, wir platzieren also unsere Djunken, die wir haben, und wir haben eine weitere kostenlose Djunke schon mal parat stehen im Südchinesischen Meer. Wir platzieren sie dann auf den Feldern, sobald wir die Seereisen machen, erfolgreich bestanden haben. Und hier diese Gebiete müssen wir gleichzeitig verteidigen. Wie gewinnen wir? Also der Bot wird von den Barbaren gespielt. Das ist immer so. Wir können das nicht entscheiden. Das Spiel sieht ausschließlich vor, als Kaiser gegen die Barbaren zu kämpfen und gleichzeitig eben die Reisen zu machen. Und wir gewinnen am Ende von zwei Etappen. Das heißt, zweimal das komplette Kartendeck durchspielen. Das ist kartengesteuert. Ihr seht oben noch mehr Karten. Kommen wir gleich drauf, das sind die Bot-Karten, die eine Rolle spielen. Und am Schluss von zwei Etappen werden die meisten Punkte gezählt. Es sei denn, man gewinnt vorher. Vorzeitiger Gewinn ist, wenn der Kaiser alle sieben Seereisen erfolgreich bestanden hat. Dann gewinnt der Kaiser sofort. Oder wenn die Barbaren alle fünf Grenzgebiete erobert haben, dann gewinnen die Barbaren sofort. In allen anderen Fällen werden nach zwei Etappen wird die Wertung durchgeführt und dann wird gezählt nach Punkten. Ihr seht fünf Grenzgebiete, sieben Seereisen, macht zusammen 12 und wer von diesen 12 die meisten Punkte in dem Moment hat, gewinnt. Und das funktioniert so, dass für den Kaiser die gehaltenen Grenzgebiete und die erfolgreichen Seereisen gelten. Das sind jetzt 6 Punkte. Und für die Barbaren gelten die eroberten Grenzgebiete plus die nicht erfolgreichen Seereisen. Macht jetzt im Moment auch 6 Punkte. Also im Moment starten wir mit einem Gleichstand, was die Punkte angeht. Des Weiteren braucht der Kaiser für seine Seereisen Gold und natürlich Junken und ein bisschen Würfelglück. Der Bot wird durch Karten gesteuert, und zwar durch die Karten, die er ausspielt und die eigentlichen Aktionskarten, die hiervon dann bestimmt werden. Wir selbst bekommen natürlich auch Karten. Und das Spiel hat einen im Vergleich zu vielen anderen zwei Personen kartengetriebenen Spielen einen kleinen Kniff, der noch relevant sein kann oder der sicher relevant ist, weil wir die Karten nämlich regelmäßig am Ende einer Runde tauschen zwischen den Barbaren und dem Kaiser. Das ist eine sehr interessante Variante. Gilt auch im Zwei-Personen-Spiel. Es gibt eine Anleitung für die Zwei-Personen-Variante, die man sich zuerst durchlesen sollte. Ich habe es auch schon mal mit zwei gespielt, sehr lustig. Und dann gibt es die Anleitung für das Solospiel on top. Ziemlich gut geschrieben, kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Es sind aber ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Was habe ich noch vergessen? Ja, der Kaiser braucht Gold, Junken und Armeen, um seine Gebiete zu verteidigen. Und die Barbaren haben Horden, so heißen die Würfelchen, und sie haben Siedlungen. Das heißt, sie können über die Heimatgebiete der Barbaren dann auf die eventuell eroberten Grenzgebiete auch Siedlungen errichten, die dann schwerer vom Kaiser wieder zu erobern sind und etwas besser gehalten werden können von den Barbaren. So, habe ich bereitgelegt. Wir brauchen Karten. Und zwar beginnt der Bot mit 4 Karten. Ich lege sie offen hin. Die Karten sind übrigens größer als ein normales Kartenspiel. Ich habe hier mal von Gloomhaven irgendeine
Wegereigniskarte, die weggeschmissen werden sollte. Und ihr seht, die ist also durchaus deutlich unterschiedlich in der Größe, normale Spielkartengröße. Und dieses Kartenspiel hier, dieses Spiel ist deutlich größer. So, wir beginnen als Kaiser mit 3 Karten. Ja, warum denn das, werdet ihr euch fragen? Ganz einfach, zu Beginn einer Runde zieht der Kaiser immer 2 Karten. Jetzt ziehen wir auf 5 auf. Jetzt kann ich eine Karte ausspielen, dann hätte ich nur noch 4. Dann spielt der Bot eine aus, dann hätte er nur noch 3. Dann wird getauscht. Dann hat der Bot wieder 4, nämlich diese hier, die ich ihm hinterlasse als Kaiser. Und ich bekomme 3 und dann ziehe ich wieder 2 Karten. So läuft die grundsätzliche Spielmechanik ab. Und was die einzelnen Karten tun, was wir jeweils an Aktionen haben, das gehen wir jetzt durch. Legen wir los. So, schauen wir mal. Wir haben auf diesen Karten, wir nehmen mal diese und jene. Und diese 3 Karten zeige ich euch kurz, 3 verschiedene. In der Mitte, neben dem Namen, seht ihr eine Punktezahl. Das sind die sogenannten Befehlspunkte. Mit denen kann ich als Kaiser oder auch der Barbar etwas machen. Darüber gibt es eventuell Reaktionen für den Barbaren und darunter eventuell Aktionen für den Kaiser, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Im Einzelnen zeige ich euch das bei den Karten, wenn ich sie ausspiele. Wie funktioniert es? Ich entscheide mich zum Beispiel diese Karte mit 3 Befehlspunkten auszuspielen. Ich lege sie mal hier zur rechten Seite hin. Das ist das, was ich jetzt ausspiele. Kommt dann auch gleich in die Ablage. Da sind 3 Befehlspunkte drauf. Ich könnte jetzt entweder die Kartenaktion ausführen, wenn ich die Seereise nach Ceylon erfolgreich bestanden hätte. Habe ich aber noch nicht. Also kann ich nur die 3 Befehlspunkte nutzen, was aber auch sinnvoll ist. Damit kann ich mehrere Sachen machen. Ich kann mir aus meinem Vorrat entweder Gold oder Armeen oder Junken holen. Gold und Armeen ins Heimatgebiet oder Junken ins Südchinesische Meer. Das kann ich mit 3 Punkten machen. 3 Junken, 3 Armeen, 3 Gold. Relativ einfach. Ich kann auch eine Seereise durchführen. Dann müsste ich die Junken, die ich einsetzen möchte, und das Gold, das ich einsetzen möchte, auf eine beliebige Seereise, die noch nicht durchgeführt ist, draufsetzen. Das sind jetzt 2. Dann kann ich mit der Anzahl von Würfeln werfen, die ich hier als Befehlspunkt habe, 3. Und ich müsste darauf achten, dass mindestens ein Wurf kleiner ist, als die Zahl der Dinge, die ich hier eingesetzt habe. 2 Stück. Ich bräuchte also eine 1. Das werde ich so nicht machen. Hier 3 Vieren, das funktioniert nicht. Da habe ich die Seereise nicht bestanden. Hätte ich die Seereise bestanden, müsste das Gold zurück in den Vorrat. Eine Junke bliebe, alle anderen Junken, ich kann mehr Junken und mehr Gold einsetzen. Junken würden dann hier wieder ins Südchinesische Meer wandern. Hätte ich die Seereise nicht bestanden, würden die Junken, die ich eingesetzt habe, und das Gold, das ich eingesetzt habe, gemeinsam ins Südchinesische Meer wandern. Das hat auch eine gewisse Bewandtnis, vor allen Dingen im Zwei-Personen-Spiel. Das Gold ist dann sozusagen noch sicher vor den Barbaren. Im Ein-Personen-, Solo-Spiel ist das nicht ganz so dramatisch. Da klaut einem der Bot das Gold normalerweise nicht. Zumindest habe ich noch keine Aktion erlebt. Aber ich spiele jetzt diese 3 Punkte aus. Ich könnte auch noch Armeen, die ich in meinem Heimatgebiet habe, bewegen, beziehungsweise dann versuchen, Grenzgebiete anzugreifen, die die Barbaren erobert haben. Ist noch nicht der Fall. Ich habe noch keine Armeen, die ich bewegen kann. Das Sinnvollste, was ich machen kann, ist entweder Junken ins Südchinesische Meer holen, also Junken bauen, oder aber Armeen holen, um sie dann hier in den Grenzgebieten als Verstärkung einzusetzen. Wir schauen aber mal kurz, was würde der Bot spielen, bevor wir uns entscheiden final. Der Bot spielt immer die höchste Karte, die er an Befehlspunkten da hat. Das sind die beiden. Und um dann den Gleichstand zu entscheiden, nutzen wir hier diese Kompassrose. Die steht im Moment links. Das heißt, in diesem Fall, wenn er zwischen 2 Karten entscheiden kann, entscheidet er zwischen der zur niedrigsten Kartennummer. Die steht hier daneben. Die 12, die 21. Er würde also die hier spielen. Den persischen Golf als Reaktion für den Kaiser. Aber diese 3 Punkte würde er spielen. Hilft mir das jetzt aktuell weiter? Nee, aktuell nicht. Ich kann mich jetzt nicht darauf vorbereiten.
Die andere Variante wäre Indien, auch die Reise habe ich nicht. Es gibt Situationen, da kann ich nicht nur vorausahnen, was er spielt, das sehe ich, sondern ich kann darauf auch schon mal mich vorbereiten. Das kann ich jetzt aber nicht, weil ich keine von beiden Seereisen habe und eine erfolgreiche Seereise auch nicht wirklich in Aussicht steht, weil ich müsste ja eine Eins würfeln. Das dürfte schwierig werden. Also werde ich jetzt einfach erstmal nur für Nachschub sorgen. Und wir sehen dann gleich, wie der Bot reagiert und dann erst agiert. Das wird nämlich noch ein interessantes Hin und Her an Aktion und Reaktion zwischen Kaiser und Bot. So, also 3 Punkte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir rüsten erst einmal Armeen ein, mustern Armeen an im Heimatgebiet des Kaisers. Jetzt ist das hier erfolgreich durchgeführt. Jetzt reagiert aber erst der Bot. Wie er reagiert, sehe ich anhand der 3 Punkte hier. Die 3 Punkte hier sagen mir, nimm eine Aktionskarte des Bots der Stufe 2. Wir spielen übrigens im Schwierigkeitsgrad leicht. Man kann jede Reaktionskarte auch umdrehen. Ihr seht, dann wird das richtig schwer. Dann werden die Stufen der Aktionen immer stärker. Aber jetzt aktuell habe ich dadurch, dass ich 3 Punkte gespielt habe, eine sogenannte Zweierreaktion des Bot veranlasst. Und die nennt sich Bewegung 2. Da steht drauf, ziehe bis zu 2 Horden aus einem Heimatgebiet, das sind hier oben die 3, oder einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Grenzgebiet. Das Zielgebiet muss von Barbaren Bot bevorzugt und leer oder von Barbaren kontrolliert sein. Gegebenenfalls Gleichstandsmarker nutzen. Er kann keine Horden in ein Grenzgebiet ziehen, egal von wo, weil alle Grenzgebiete noch dem Kaiser gehören. Also verfällt diese Aktion als Reaktion. So, damit geht diese Karte in den Ablagestapel. Kaiser hat agiert, Bot hat reagiert, konnte seine Reaktion aber nicht ausführen. Jetzt agiert der Bot. Also schauen wir weiter. Höchste Karte hatten wir eben besprochen. Höchste Punktezahl spielt er aus. Gleichstand bei 3. Also nimmt er die mit der kleinsten Kartennummer. Das ist hier die 12. Die spielt er aus. Ich lege sie mal hier vor uns hin. Bei einer Gleichstandsentscheidung wird der Würfel einfach zur anderen Seite bewegt. Beim nächsten Mal wird er entweder die höhere Karte spielen oder also die Karte mit der höchsten Nummer oder ein rechtes Gebiet statt eines linken Gebietes bevorzugen. Das gibt es in mehreren Situationen, muss dieser Gleichstandsentscheidung, dieser Marker verwendet werden. So, der Bot agiert mit Stufe 3. Jetzt spielen diese Reaktionsschwierigkeitskarten keine Rolle. Jetzt gehen wir direkt auf die Aktionsstufe 3. Und jetzt sagt er direkt Angriff. Angriff 3 heißt, bestimme das vom Barenbot bevorzugte Grenzgebiet, das vom Kaiser kontrolliert wird. So, das müssen wir zuerst tun. Wir müssen erstmal entscheiden, welches Gebiet greift er überhaupt an von den 5. Jetzt muss man wissen, die Westmongolen können nur Yunnan oder Sichuan angreifen. Hier sind Grenzlinien gezogen, die sieht man relativ gut. Das heißt, von hier aus könnte eine Horde diese beiden Gebiete angreifen. Die Mandschuren hier rechts können nur Liaodong angreifen. Auch hier könnte also eine Horde dieses eine Gebiet angreifen. Und die Ostmongolen können Shanxi, Gansu und Sichuan angreifen. Das heißt, hier kann eine Horde angreifen, hier kann eine Horde angreifen oder in Sichuan können 2 Horden angreifen. Und bevorzugt greift der Bot dort an, wo er die Übermacht an Armeen hat. Hier hat er potenziell 2 Horden, die gegen eine antreten können, also eine Übermacht von plus 1. Alle anderen Grenzgebiete könnte er nur mit einem Gleichstand angreifen, also mit einer Übermacht von 0. Und deswegen bevorzugt er dieses Gebiet, was er angreift. Und wie greift er an? Er greift jetzt mit 3 Horden an, das heißt alle beiden Horden. Ich muss hier also auch nicht großartig den Gleichstand entscheiden, wobei formell muss ich es doch. Das ist wichtig für die nächsten Gleichstandsentscheidungen. Er greift aus dem Heimatgebiet mit den meisten Horden an. Das ist ein bisschen knifflig. Kleinigkeiten, die muss man einmal drin haben. Nach ein paar Partien hat man es auch drin. Anfangs muss man aber gut nachschlagen, wie genau die Entscheidungen getroffen werden. Er greift aus dem Heimatgebiet mit den meisten Horden an. Das sind in diesem Falle diese beiden gleich. Den Gleichstand entscheidet er zugunsten des rechten Gebiets, also der Ostmongolen. Dann greifen die zuerst an und dann greifen die aus dem meisten, mit
mit den meisten Horden, das sind die, und dann sind keine mehr da. Das heißt, er kann nicht drei Horden angreifen, sondern nur bis zu drei Horden. Das steht auch hier, bis zu drei Horden aus den angrenzenden Gebieten in das Grenzgebiet. Du musst mindestens je eine Horde oder Siedlung zurücklassen, aber nur in Grenzgebieten. In Heimatgebieten, die können auch leer stehen. Und dann führe einen Kampf durch. Wir kämpfen. Kämpfen diese zwei Horden gegen diese eine Armee. Heißt immer würfeln mit allen drei Würfeln. Ich habe jetzt für die Barbaren gewürfelt mit den weißen Würfeln. Eine einfache 5, eine 3 und eine 2. Kein Pasch, kein Drilling. Und dann zählt einfach nur der eine höchste Würfel, die 5. Die zählt. Die anderen beiden zählen gar nicht. Als Armee verteidige ich mich jetzt mit einem 3er-Pasch. Ich habe also einen schwachen Angriff gegen eine moderate Verteidigung. Und darüber gäbe es noch, wenn es ein Drilling wäre, eine starke Verteidigung. Aber alleine dadurch, dass schon schwach gegen moderat verliert, und zwar deutlich verliert, muss jetzt der unterlegene Spieler zwei Armeen entfernen in seinen Vorrat. Und damit hat die kaiserliche Armee die Barbaren erfolgreich zurückgeschlagen. Das ist schon mal sehr gut. Ein bisschen Würfelglück gehört dazu. Und das ist auch das, was man dem Spiel tatsächlich vorwerfen kann. Hier entscheidet eventuell sogar ganz am Schluss über den Sieg das Würfelglück. Aber es mittelt sich über die Länge raus. So, was haben wir noch vergessen? Der Barbarenbot hat die Karte gespielt, es geht aber hier weiter. Beim Zug des Barbarenbots und nur dann, nicht bei der Reaktion auf einen kaiserlichen Zug, geht es hier weiter. Wird die Karte genutzt, ziehe eine weitere Karte der Stufe 1. Auch das muss man erstmal sich verinnerlichen. Bei der Aktion des Bot immer zwei Karten. Wenn es eine Aktion der Stärke 2 oder 3 war. Bei der Aktion der Stufe 1 nicht. So, hier steht Reserve 1. Befinden sich keine Karten in der Reserve des Barbarenbots, lege die gerade ausgespielte Karte, diese hier, in seine Reserve. Es spielt keine Rolle, wer die Karte gespielt hat. Das ist jetzt die Reserve des Bots. Und das klingt nicht nur so, das ist auch tatsächlich eine Reserve für spätere Würfelwürfe. Das heißt, für spätere Angriffe kann sich der Bot damit das Recht erkaufen, bis zu dreimal neu zu würfeln, indem er seine Reserve einsetzt. Das muss er nicht, das tut er auch nicht immer. Aber er kann es tun, insbesondere wenn er eben so einen schwachen Wurf macht, einen schwachen Angriff, eine schwache Verteidigung. Okay, jetzt haben wir aber den Bot-Zug komplett abgehandelt. Ihr seht, der Kaiser hat 4 Karten, der Bot 3. Jetzt wird getauscht. Die 4 kommen nach oben. Wir 3 unten. Und ich ziehe wieder, nächste Runde, 2 Karten nach und darf dann wieder entscheiden, was ich spiele. So. Wir gucken durch. Ich habe 2 Karten der Stufe 3, 2 Karten der Stufe 2, 2 Karten der Stufe, eine Karte der Stufe, nein, 3 Karten der Stufe 2 sogar. Wir gucken mal, was spielt denn der Bot als nächstes. Der spielt ganz klar auf jeden Fall das hier, weil das 3 Punkte wert sind. Und Ostafrika habe ich nicht als Seereise. Schade eigentlich. Dann kann ich nicht reagieren. Also müssen wir so entscheiden. Ich brauche hier bei der Verteidigung meiner Grenzgebiete eigentlich wenig zu tun. Ich könnte jetzt die 3 Armeen irgendwo hinbewegen, wo ich angegriffen werden kann. Das wäre maximal noch hier. Will ich das? Oder will ich lieber für die Seereisen mich vorbereiten? Ich bereite mich mal für die Seereisen vor. Ich werde diese Karte spielen, Stärke 3, und baue 3 Junken. Die hole ich einfach aus meinem Vorrat in das südchinesische Meer. Normalerweise stellt man sie hin, ich lege sie euch hin, sind wirklich hübsche Miepel, screenprintet, sehen sehr nett aus. Auch die Siedlungen der Barbaren sehen sehr schön aus und der Rest sind einfache Holzwürfel, einfache Marker, da ist nichts weiter Weltbewegendes dran, das Material ist aber sehr okay. So, ich habe 3 Junken gebaut. Jetzt habe ich 4 Junken im südchinesischen Meer rumdümpeln. Der Bot reagiert. Wir gucken wieder nach. Stufe 2. Er sagt Reserve 2. Befindet sich höchstens eine Karte, das tut sie, in der Reserve des Barbaren,
dann lege die gerade ausgespielte Karte in die Reserve. Der klaut sich also meine Karte in die Reserve. Das war seine Reaktion. Jetzt kommt seine Aktion. Stufe 3. Wir ignorieren den Kartentext für den Bot. Gucken wieder hier drauf. Ziehe bis zu 3 Horden aus einem Heimatgebiet in ein Grenzgebiet in ein angrenzendes Grenzgebiet. Das funktioniert für ihn nicht. Er kann seine Horden nicht bewegen. Er hat ja keinen Angriffsbefehl bekommen. Also werfen wir das ab und ziehen eine neue Karte. Denn bei der Aktion des Bot müssen wir so lange nachziehen, bis eine Aktion auch wirklich möglich ist. Bei der Reaktion kann es sein, dass die gezogene Reaktion nicht funktioniert, dann wird aber auch nicht nachgezogen. So, es kommt zur Zusammenrottung. Platziere 3 Horden aus dem Vorrat, je eine in jedem Heimatgebiet des Barbaren. 1, 2, 3. Sehr einfach. Und auch hier, wir müssen eine weitere Karte der Stufe 1 nachziehen, denn er macht immer 2 Dinge. Besiedlung. Ziehe eine Siedlung von einem Heimatgebiet. Nein, auch das tut er nicht. Aber es ist sein Zug, deswegen, falls nicht durchführbar. Er kann also keine Siedlung aus seinem Heimatgebiet in ein Grenzgebiet ziehen, weil wir keine haben. Das wäre erst durch eine andere Aktion, Ressourcen sammeln, wäre das, oder Vorbereitung wäre das möglich. Also muss er jetzt was anderes tun, nicht durchführbar, wir ziehen nach. Zusammenrottung 1. Platziere eine Horde aus dem Vorrat im Heimatgebiet der Westmongolen oder Mandschuren, Gebiet mit weniger Horden. Das sind die Westmongolen. Zack. Jetzt hat er 2 Dinge durchgeführt. Die Karte ist ausgespielt. Ich kann nicht reagieren, weil ich Ostafrika nicht habe. Kommt in die Ablage. Ja, das war das. Wir haben 4 Karten, der Bot hat 3. Wir tauschen wieder. Ziehen 2 Karten nach. So, wir schauen mal, was spielt der Bot als nächstes. Er wird sicherlich Indien, diese hier spielen, Scharmützel mit 3 Punkten, weil das die meisten sind. Jetzt könnte ich versuchen, die indische Seereise zu machen, um dann anschließend auch den Effekt nutzen zu können. Ich kann aber auch andere Dinge tun. Schaut mal, diese Karte hier. Das ist eine kaiserliche Karte, da ist keine Reaktion des Bot möglich. Das heißt, auch wenn ich sie mit 3 Punkten ausspiele, kann der Bot nicht darauf reagieren. Das wäre bei so einer Karte anders, denn da steht ja oben auch eine Reaktion für den Bot, also reagiert auch der Bot. Und bei dieser Karte, da gibt es auch keine Reaktion des Bot als möglich. Das heißt, diese 3 Karten kann ich gefahrlos ausspielen, ohne dass dem Bot da was gegen angeht. Und die hier, die würden eine Reaktion des Barbarenbots hervorrufen. Tja, was wollen wir machen? Wollen wir eine Seereise machen und dann versuchen, Indien zu bereisen? Das können wir mal tun. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Wir setzen alle Junken, das sind nämlich genau 4. Und ein Gold macht 5 und dürfen 3 Würfel werfen. Ich kann sie alle gleichzeitig werfen. Und alle 3 Würfel, nicht nur einer, sondern sogar alle 3, sind kleiner als die 5. Das heißt, das Gold geht weg. Die Seereise ist erfolgreich. 3 Junken kehren zurück. Eine bleibt in Indien. Und ihr merkt schon, je mehr Seereisen ich erfolgreich begehe, desto risikoreicher werden die letzten Seereisen, weil ich ja dann immer weniger Junken einsetzen kann oder ich muss dann mehr Gold einsetzen, was dann auch bei Erfolg verloren geht. Das wird also auch immer kniffliger. Okay, haben wir aber geschafft. Eine Bot-Reaktion ist nicht möglich. Und damit ist der Bot jetzt mit seiner Aktion dran. Er spielt die mit den höchsten Befehlspunkten, das ist das Scharmützel. 3 Punkte. Aktion mit 3. Besiedlung 3. Ziehe genau 3 Siedlungen. Kann er nicht machen. Er hat keine Siedlungen in seinen Heimatgebieten und er kontrolliert auch keine Grenzgebiete. Also müssen wir weiterziehen. Versorgung. Jetzt kommt es. Nimm genau 3 Siedlungen aus dem Vorrat und platziere sie
im Heimatgebiet mit den wenigsten Siedlungen, das sind alle drei. Bei Gleichstand platziere sich stattdessen im Heimatgebiet mit den meisten Horden. Das sind diese beiden äußeren, die Westmongolen und die Mandschuren. Jetzt muss ich den Gleichstandsmarker wieder verwenden, links oder rechts. Er sagt mir links. Dann muss ich ihn aber wieder kippen. Aber hier kommen jetzt die drei Siedlungen rein zu den Westmongolen. Das heißt, was für ihn möglich ist, ist in späteren Zügen diese Siedlungen, wenn er die Gebiete mit Horden erobert hat, die Siedlungen dann hierher zu ziehen und damit dort sich zu befestigen sozusagen. Also, die Versorgungskarte ist durch. Wir müssen aber noch eine Karte der Stufe 1 nachziehen. Angriff. Auch hier mit einer Armee jetzt allerdings nur. Müssen wir mal schauen, welches Gebiet er bevorzugt. Das hier kann er mit zwei Horden angreifen. Das hier kann er also mit einer Übermacht von 1. Das hier kann er mit drei Horden angreifen aus beiden Gebieten mit der Übermacht von 2. Das hier nur mit Gleichstand, das auch nur mit Gleichstand. Das hier mit einer Übermacht von 1. Also greift er hier an. Und da er mit den meisten Horden aus dem Gebiet mit den meisten Horden anfängt, greift er mit dieser Horde an und führt einen Kampf aus. Er hat jetzt aber Reserven. Achten wir mal drauf, was passiert. Er hat jetzt einen Pasch 6 gewürfelt. Das ist schon ziemlich mächtig. Und damit greift er die Reserve nicht an. Ein Pasch oder ein Drilling akzeptiert er sofort. Er würfelt deswegen nicht neu. Jetzt müssen wir mindestens einen Pasch 6 werfen, um einen Patt zu erzwingen. Und das gelingt uns sogar auch noch. Jetzt haben wir Glück. Niemandem passiert was. Der Bot ist wieder dran. Und er wirft wieder ein Pasch 6. Dem können wir diesmal nicht standhalten. Wir haben nur eine schwache Verteidigung gegen einen moderaten Angriff. Diesmal verlieren wir als Kaiser eine Armee und verlieren Sichuan. Jetzt müssen wir aufpassen, dass da nicht nachgesiedelt wird. So. Jetzt haben wir aber diese Reaktion hier noch für den Kaiser. Da ich Indien erfolgreich besucht habe, bereist habe, kann ich jetzt diesen Text hier ausführen. Wähle eine von den Barbaren kontrolliertes Grenzgebiet, haben wir hier, das an ein von dir kontrolliertes Grenzgebiet grenzt. Jawohl, tut es. Wirf drei Würfel. Stück für Stück. Eins, zwei, drei. Ist mindestens ein Ergebnis höher als die Zahl der Horden in dem Grenzgebiet? Ist es? Es sind sogar zwei höher als die Zahl der Horden. Entferne die Hälfte der Horden aufgerundet. Die Hälfte ist 0,5, aufrunden ist 1. Damit geht die Horde wieder weg. Das heißt, das Gebiet ist leer, ist für niemanden ein Punkt. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Punktestand. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der Barbar hat 1, 2, 3, 4, 5. Das hier kontrolliert niemand. Ist der Barbar im Hintertreffen. Okay. Damit habe ich Glück gehabt, dass ich zwar den Krieg hier verloren habe, aber auch noch den Barbaren beseitigen konnte. Okay. Barbar hat gespielt. Wir haben gespielt, wir tauschen wieder die Karten. So, dann wir zwei Karten nachziehen. Wir schauen wieder, was der Bot als nächstes spielt. Der spielt Ceylon, hier die Gerüchte. Ceylon habe ich aber noch nicht und ich habe kein Gold. Aber ich bräuchte auch Armeen hier. Also werde ich vielleicht die drei Armeen einfach mal hier reinbewegen. Kann ich das? Ich kann nur zwei Armeen bewegen, weil ich nur maximal zwei Befehlspunkte habe. Ansonsten gucken wir mal, was an Indien und Sumatra-Karten noch liegt. Hier liegt Sumatra, hier liegt Indien. Hier ist auch wieder, wähle ein vom Barbaren kontrolliertes Grenzgebiet. Haben wir nicht, also lohnt sich diese Kartenaktion nicht. Dann eher die zwei Befehlspunkte. Und hier haben wir, ziehe eine Siedlung aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet. Es ist noch keine Siedlung in einem Grenzgebiet. Also lohnt sich diese Kartenaktion auch nicht. Dann haben wir hier noch Kartenaktionen, Seuche und interne Machtkämpfe. Wenn ich ein bis drei Seereisen habe, dann kann ich das hier oben stehende tun. Und wenn ich vier oder mehr Seereisen erfolgreich gemacht habe, dann wird das hier unten möglich für mich. Was wäre das hier oben? Ziehe alle Horden aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet. Das ist auch uninteressant. Ziehe eine Horde aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet. Ist ebenfalls uninteressant. Also lohnt sich für mich nur die Befehlspunkteaktion.
Puh. Dann gebe ich ihm diese Karte hier. Denn jetzt überlege ich auch, was ich ihm hinterlasse an Aktionen. Er bekommt dann diese Karten von mir und wird dann eine von diesen beiden Karten spielen. In beiden Fällen kann ich reagieren, entweder weil ich Indien schon habe oder weil ich 1 bis 3 bzw. 4 bis 6 Seereisen erfolgreich hatte. Das heißt, da ist was für mich möglich. Deswegen gebe ich ihm die 2 Punkte hier und bewege die 2 Armeen einfach mal wieder nach Sichuan. Jetzt reagiert er. Wir schauen wieder auf seine Reaktion. Stufe 2 heißt einer Karte. Zusammenrottung. Platziere eine Horde aus dem Vorrat im Gebiet der Westmongolen oder der Mandschuren in dem Gebiet mit weniger Horden. Also hier. Damit ist seine Reaktion erfolgt. Das geht los. Und dann spielt er als Aktion diese Karte. Aktionsstufe 2. Und das ist ein Angriff. Angriff mit 2 Armeen. Er schaut jetzt wieder, welches Gebiet bevorzugt er. Fangen wir rechts mal an. Übermacht ist 1. Gleichstand, Gleichstand. Hier ist die Übermacht 1. Und hier ist die Übermacht. Hier ist die Übermacht auch 1. So, wir haben also 3 Gebiete, wo die Übermacht 1 ist. Und zwischen den 3 Gebieten müssen wir wählen. Wir nehmen das rechte Gebiet. Das ist hier. Und müssen dann den Gleichstandsmarker, weil wir ihn verwendet haben, umsetzen. Greifen wir hier an mit Angriff 2, also mit 2 Armeen. Gut, nicht gut, aber schauen wir mal, was passiert. Legen wir zur Seite ein bisschen, brauchen Platz zum Würfeln. Pasch 4. Auch hier braucht er die Reservenkarten nicht. Und ich habe es nur mit einem Pasch 3 geschafft. Verliere also mit einem moderaten Angriff oder gegen einen moderaten Angriff mit einer moderaten Verteidigung. Das heißt, ich muss eine Armee entfernen und bin damit auch raus. Das war der erfolgreiche Angriff. Aber wir sind noch nicht fertig. Karte Stufe 2 heißt in seiner Aktionsphase, dass auch noch eine Stufe 1 Karte nachgezogen wird. Angriff 1. Auch hier wieder bestimme das bevorzugte Gebiet. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, mit 2 Armeen hier anzugreifen, also auch hier eine Übermacht von 1 zu erzeugen, weil der Bot eine Armee hinterlassen muss, aber mit der anderen auch weiterziehen kann in benachbarte Grenzgebiete. Und dann kann er eben auch die andere Horde unterstützen. Hier wäre also Übermacht 1, hier ist Gleichstand, hier ist die Übermacht 1 und hier ist die Übermacht 1. Und jetzt haben wir wieder den Gleichstandsmarker. Den müssen wir wieder zur Entscheidung nehmen. Jetzt geht das linke Gebiet dran. Angriff aber nur mit einer Horde, steht ja auch hier, Angriff 1. Und wir würfeln wieder. Und Pasch 5, auch jetzt braucht er die Reserven nicht. Pasch 1 verliert. Und der Kaiser hat ein Problem. So langsam gehen ihm die Grenzgebiete aus. Das war die Aktion des Barbarenbot. Wir können nicht reagieren, weil wir Ceylon nicht haben. Wir tauschen also wieder die Kartenhand. So, ich glaube, ich muss irgendwie mal aufrüsten. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachschlagen, ob ich zum Beispiel mit einer Horde aus dem Grenzgebiet, einer Armee aus dem Grenzgebiet und gleichzeitig der Horde aus der Armee aus meinem Heimatgebiet, also mit 2 zum Beispiel hier angreifen könnte. Wir checken das mal eben. Angriff des Kaisers. Angriff des Kaisers. Da findet sich dann wieder das Ganze nur in der Zwei-Spiele-Anleitung. Aus angrenzenden Gebieten, wie du Befehlspunkte ausgeben willst. Jawohl. Also, Moment, muss ich hinterlassen. Hier steht nicht, dass ich Armeen hinterlassen muss, aber ich möchte. Ich werde versuchen, mir dieses Grenzgebiet mit 2 Armeen wiederzuholen. Dafür muss ich aber eine Dreierkarte ausspielen. Ich nehme mal die hier.
Und jetzt greife ich an. Mal schauen, ob das erfolgreich wird. Nur eine einfache 5. Das wird schwierig, weil der Bot hat Reservekarten. Ihm reicht aber schon der eine Wurf, Pasch 4. Moderate Verteidigung gegen normalen, einfachen Angriff. Zwei Armeen müssen weichen. Das war nicht gut von mir gespielt. Und gleichzeitig rufe ich noch eine Bot-Reaktion der Stufe 2 hervor. Versorgung, nimm 2 Siedlungen aus dem Vorrat und platziere sie im Heimatgebiet mit den wenigsten Siedlungen. Das sind diese beiden. Bei Gleichstand stattdessen im Heimatgebiet mit den meisten Horden. Und hier, das sind die beiden. Und hier bei Gleichstand den Gleichstandsmarker, also hier rechts. Das war die Reaktion des Bot. Die Karte ist gespielt, der Bot spielt. Zwei Karten mit 2 Punkten. Er spielt die mit dem Gleichstandsmarker hier links, heißt die kleinere Karte. Kleinere Kartennummer ist die hier. Und eine Aktion der Stufe 2. Zusammenrottung 2 Horden. Eine im Heimatgebiet der Westmongolen oder Mandschuren, da wo weniger sind, das ist dann hier. Und eine bei den Ostmongolen. Und Aktion Stufe 1, noch weiter nachziehen. Bewegung. Eine Horde aus einem Heimatgebiet in ein angrenzendes Grenzgebiet. Und das kann er hier tun oder da tun. Wir schauen auch wieder. An dieses Grenzgebiet grenzt eine vom Kaiser kontrolliertes Grenzgebiet mit einer Armee an. Hier genauso. Und dann müssen wir mal gucken, welches Gebiet bevorzugt ist. Auch hier auf der Rückseite eine kleine Regelzusammenfassung. Vom Barbaren kontrolliertes Grenzgebiet mit höchster Gesamtzahl Armeen in angrenzenden Grenzgebieten. Ja, das spielt also hier keine Rolle. Wir müssen den Gleichstand auflösen und in diesem Falle meint er das rechte Gebiet. Und lösen den Gleichstand wieder auf. So. Das war die Aktion des Barbaren. Ich gucke mal, ob ich reagieren kann. Ich habe 1 bis 3 Seereisen, alle Horden aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet. Tja, ich kann ihm entweder diese eine geben hier oder diese 3. Spielt fast keine Rolle, aber einfacher wird es nachher sein, hier zu erobern und hier nur reinzuziehen. Also geben wir ihm die 3 zurück. Wenigstens noch eine vernünftige Reaktion machen können. Okay. Und wieder hat der Bot gespielt. Wir sind dran. Ziehen nach. Und jetzt müssen wir... jetzt kommen wir mit den Seereisen einfach nicht weiter. Wir müssen jetzt mit 2 Punkten Armeen erstmal ins Heimatgebiet holen, anmustern. Und die Reaktion sind Versorgung. Nimm eine Siedlung aus dem Vorrat. Kann er nicht machen. Die Siedlungen sind alle schon unterwegs. Aber es passiert als Reaktion hier nichts weiter. So, er spielt diese Karte. Da kann ich wieder nicht reagieren. Schauen wir mal, was er macht. Angriff 3. Hier kann er mit 2 angreifen, mit Übermacht also 1. Hier ist Übermacht 1 und hier ist Übermacht 1. Hier kann er nicht angreifen, da ist ja niemand. Also lösen wir den Gleichstand auf. Er greift links an. Das ist dann hier mit Übermacht 1. Er fängt an mit insgesamt 3 Horden. Er übermacht sogar 2. Das ist auf jeden Fall einfach. Wir brauchen den Gleichstand gar nicht auflösen. Er greift mit allen Horden aus allen seinen Heimatgebieten an. Es sind ja 3. Das Gebiet werde ich verlieren. Pasch 1. Auch jetzt braucht er seine Reserven nicht. Irgendwie habe ich ganz schlechte Würfelhand heute. Oder auch nicht. Pasch 5. Der Barbar muss eine Horde abziehen. Weil das ist moderat gegen moderat. Das ist der Unterschied nur die höhere Zahl. Die zweiten, der Solo-Würfel würde übrigens nicht zählen. Also wenn wir jetzt beide Pasch 1 hätten und ich hätte eine 6 und der andere eine 4, wäre es trotzdem ein Gleichstand und nichts würde passieren. So, es geht aber weiter. So lange bis nur noch einer. Jetzt haben wir einen schwachen Angriff und jetzt nutzt der Bot seine Reserve. Die sagt ihm bis zu 3-mal neu würfeln. Und jetzt ist es wie beim Kniffel. Er würfelt einmal komplett, hat jetzt ein Pasch 4,
hat noch zwei Würfe übrig und versucht jetzt den Drilling zu werfen. Im ersten Wurf geglückt. Der Rest verfällt jetzt. Und jetzt müssen wir mindestens ein paar ein Vierer Drilling, besser 5 oder 6er Drilling werfen. Tja, wir verlieren. Und das war nur seine erste Aktion. Es kommt ja noch eine weitere Aktionskarte der Stufe 1. Zusammenrottung. Eine Horde aus dem Vorrat im Gebiet der Westmongolen oder Mandschuren, da wo weniger sind. Das sind bei den Westmongolen. Also der Bot ist dabei, mich hier gerade eindeutig zu überrennen. Ich kann nicht reagieren. Ist gespielt. Zwei Karten nachziehen. Tja, angreifen oder das Gebiet besiedeln? Ich würde ja mal sagen, mit den zwei Punkten das Gebiet besiedeln. Der Bot reagiert mit Stufe 1. Er besiedelt auch. Ziehe eine Siedlung vom Heimatgebiet mit den meisten Siedlungen, das ist von hier, in das angrenzende, von Barbaren kontrollierte Gebiet mit den wenigsten Horden, das ist das hier. Also zieht er hier tatsächlich eine Siedlung hoch. Wow. Und hier muss ich, wenn ich das Gebiet zurückerobern will, schon deutlich besseres Würfelglück haben. Da muss ich nämlich mit wirklich stark gegen moderat oder schwach oder moderat gegen schwach gewinnen, damit er dann auch eine Horde entfernt, bevor er dann die Siedlungen entfernen kann. Also das wird schwierig. Das hat er sich jetzt relativ gut gesichert. Das war seine Reaktion. Jetzt kommt seine Aktion. Vier gleiche Kartenpunktwerte und er spielt die kleinste Kartennummer, das ist die hier aus. Damit spielt er das hier. Befindet sich keine Karte in der Reserve, dann lege die gerade ausgespielte. Befindet sich mindestens eine Karte in der Reserve, das tut sie, wirf diese Karte ab und ziehe eine weitere. Dann tun wir das. Versorgung. Nimm eine Siedlung aus dem Vorrat. Falls nicht durchführbar, wirf diese Karte ab und ziehe eine weitere. Angriff 1. Hier kann er angreifen mit Übermacht 1. Er muss eine Horde hinterlassen. Mit Gleichstand. Hier kann er gar nicht angreifen. Hier kann er mit Übermacht 1 angreifen. Das heißt, er greift von hier aus an. Und das heißt wieder würfeln. Und er hat noch eine Reservekarte. Braucht er nicht. Pasch 6. Und ich verliere tatsächlich mit einer schwachen Verteidigung gegen einen moderaten Angriff, muss zwei Armeen zurückziehen. Oha. Das war seine Aktion mit zwei Karten. Hat er mir jetzt hier gerade hier eine Siedlung hingesetzt und da meine Armeen zurückgeschlagen. Ich kann reagieren. Ziehe eine Horde aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet des Barbaren. Tja, das kann ich jetzt nur hier. Am sinnvollsten. Und die Zeit verrinnt. Der Kartenstapel kommt ganz langsam seinem Ende entgegen. Damit neigt sich die erste Etappe zum Ende. Dann wird das Ganze nochmal durchgespielt und dann wird gezählt an Punkten. Das wird ein heftiges Scharmützel. Ich muss wieder Armeen zusammensuchen. Dann bleibt mir kaum was anderes übrig. Jetzt reagiert aber der Bot und sucht auch Zusammenrottung, eine Horde im Vorrat mit den wenigsten Horden in dem Heimatgebiet hier Westmongolen. Also haben wir damit auch unseren Zug abgehandelt. Ich komme wieder immer noch nicht dazu, hier Steuern zu erheben, Gold zu holen und dann Seereisen durchzuführen. Verdammt. Auch hier wieder vier Karten mit dem Wert 1. Alle gleich. Der Gleichstand sagt, ups, wir hätten den Gleichstandsmarker eben bewegen müssen. Wir hatten ja eben schon die Karte mit der niedrigsten Nummer. Jetzt wird die Karte mit der höchsten Nummer gespielt. 19, 19. Die hier. Stufe 1,
Angriff 1. Hier kann er nicht angreifen. Hier kann er angreifen. In Gansu. Pasch 3. Tja, und wieder bin ich raus. Boah. Und er hat immer noch die Reserve. Zum Glück kommt jetzt, weil er eine Aktion gespielt hat, keine zweite Karte. Aber jetzt kann ich immer noch mal, jetzt kann ich immer noch reagieren, weil ich Indien habe. Wähle ein vom Barbaren kontrolliertes Grenzgebiet, das ein von mir kontrolliertes Grenzgebiet angrenzt. Wirf einen Würfel. 6 ist höher, dann kann ich den wenigstens entfernen. Super. Das war der Bot. Und wir sind wieder dran. Ihr seht, jetzt habe ich 2 Karten mit einem Punktwert von 2. Keine höhere. Ich würde jetzt auch 2 Armeen in ein Grenzgebiet ziehen. Das Spannende ist aber, jetzt zu entscheiden, welche Karte ich spiele und welche ich dem Bot nachher rüberreiche. Und ich werde ihm diese hier reichen, weil dann kann ich nämlich noch reagieren, weil ich Sumatra erfolgreich besucht habe. Das heißt, ich werde die hier spielen, bewege die beiden Armeen dahin. Der Bot reagiert mit Stufe 1. Ziehe eine Horde aus einem Heimatgebiet in ein angrenzendes Grenzgebiet. Das sind diese beiden hier. Hier kann ich also eine Horde herziehen oder hier ins leere Gebiet. Und in diesem Falle bewegt er sich bevorzugt in leere Gebiete, um die Kontrolle zu übernehmen. Das war seine Reaktion. Und jetzt kommt seine Aktion. Auch hier haben wir jetzt, eben hatten wir die höchste Karte. Kleinen Moment. So. Jetzt wird die niedrigste Karte gespielt. Das ist die 7. Und wir müssen den Gleichstandsmarker, das dürfen wir nicht vergessen, wieder kippen. Okay. Ostafrika habe ich nicht besucht. Ich werde nicht reagieren können. Er spielt eine Karte der Stufe 1. Reserve. Befindet sich keine Karte in der Reserve, lege die gerade ausgespielte hin. Es tut sich aber eine. Das heißt, er muss nachziehen. Zusammenrotten. Wieder eine Horde holen. Westmongolen oder Mandschuren mit den wenigsten Horden sind aber beide gleich. Also hier rechts wieder den Gleichstand aufgelöst, also den Gleichstandsmarker kippen. Das war seine Aktion. Ich kann nicht reagieren, weil ich Ostafrika nicht besucht habe. Jetzt geht's weiter. Das war der Bot. Wir tauschen wieder. Es ist vom Handling her ein bisschen umständlich, gebe ich zu. Jedes Mal die Karten hier ziehen 2 Karten nach. Und ihr seht, jetzt ist die Etappe zu Ende. Letzte Runde der Etappe. Was dann passiert, zeige ich euch gleich. Jetzt habe ich eine Dreierkarte. Aber das ist eine Sumatra-Karte. Hier die Karte würde, wenn ich die dem Bot gäbe, könnte ich oder wird er sie spielen, Punkt. Und ich kann dann reagieren, indem ich bis zu 3 Siedlungen aus einem seiner Grenzgebiete in sein angrenzendes Heimatgebiet schiebe. Das heißt, ich kann die Siedlung loswerden, wenn ich ihm das hier gebe. Gleichzeitig sind aber die Aktionen stark, die er da hat. Ich kann auch hier die Kartenaktion machen und das Gleiche erreichen. Die Karte kriege ich ja eventuell wieder. Wenn ich die spiele jetzt, dann wird er nachher die spielen.
Er wird jetzt gleich spielen. Die Raubzüge, da ist ja schon Sumatra drauf, habe ich. Und das heißt, die Siedlung werde ich sowieso jetzt los. Das heißt, ich muss mich gar nicht drum kümmern. Das heißt, ich kann die 3 Punkte tatsächlich spielen. Und ganz ehrlich, ich habe Zeitproblem. Ich muss aber jetzt doch mal wieder hingehen und Armeen holen. Ballert mir hier meine ganzen Armeen von der Platte. Das kann ich nicht zulassen, sonst werde ich hier überrannt. Ich zähle mal kurz die Punkte durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte für den Bot und 4 für mich. Ich habe 3 Armeen ausgehoben. Er reagiert mit Stufe 2. Besiedlung. Genau 2 Siedlungen vom Heimatgebiet mit den meisten Siedlungen in das angrenzende, von Barbaren kontrollierte Grenzgebiet mit den wenigsten Horden. Gegebenenfalls Gleichstandsmarker nutzen. So, wir schauen mal. Bei Besiedlung müssen wir mal gucken, wie da genau die Bewertung aussieht. Also er kann 2 Siedlungen ziehen. Die Aktion kann also durchgeführt werden. Mit den wenigsten Horden. In beiden Fällen gegebenenfalls Regel zur Auflösung von Gleichständen nutzen. Also, er sagt, der Gleichstand 1, was die meisten Siedlungen angeht, wird aufgelöst. Wir ziehen also von hier. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten, wohin wir ziehen, weil die wenigsten Horden sind in beiden Gebieten gleich. Das heißt, jetzt ziehen wir nach rechts. Das heißt, die beiden Siedlungen gehen nach hier. Wow. Und haben damit den Gleichstand wieder aufgelöst. Das war eine ziemlich heftige Besiedlungsaktion. Und das war nur seine Reaktion. Und das hat jetzt aber zur Folge, dass jetzt der Bot dran ist und er wird diese Karte spielen und da kann ich reagieren. Die 2 Siedlungen wandern wieder zurück. Okay, das kriegen wir hin. Aber er spielt jetzt eine Stufe 2 Karte und holt sich wieder 2 Horden aus dem Vorrat. Eine hier, weil hier die wenigsten Horden im Vergleich zu den Mandschuren sind und eine bei den Ostmongolen. Und die zweite Aktion, ein Angriff 1. Wir gucken mal. Hier kann er mit 2 Armeen angreifen, mit 2 Horden angreifen, weil er hat eine Siedlung, er muss also keine Horde hier lassen. Er kann also mit Gleichstand angreifen. Hier kann er auch nur mit Gleichstand angreifen, weil von hier aus kommt er nicht hin. Er hat 2 Möglichkeiten mit Gleichstand anzugreifen. Obwohl er nun Angriff 1 machen wird, aber er wählt zunächst einmal nur, wie viele könnten angreifen. Hier sind es 2 gegen 2, ist also Gleichstand. Und hier ist es 1 gegen 1, also auch Gleichstand. Wir müssen also entscheiden, wir nehmen das linke Gebiet. Das heißt, er wird hier angreifen. Hier wird er jetzt aber nur mit einer Horde angreifen, ist ja nun Angriff 1. Gegen die 2 Verteidiger. Wir werden sehen. Bei dem Würfelglück. 6, 3, 2. Er nutzt jetzt seine Reservekarte, darf bis zu 3-mal neu würfeln. Pasch 4. Noch 2 Würfe hat er. Pasch 4. Und ich kann nur einmal werfen. Ich muss 2 Armeen entfernen, weil ich wieder moderat gegen schwach verliere. 2 Armeen verlieren. Bam. Puh. Das war seine Aktion. Jetzt kann ich reagieren, ziehe bis zu 2 Siedlungen aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet zurück. Ab dafür. Tja. Die Siedlungen bin ich wieder losgeworden. Aber jetzt ist die Etappe zu Ende. Es wird einfach nur der Ablagestapel neu gemischt. Hätte jetzt einer von uns beiden noch eine Reservekarte, was nicht der Fall ist, würden die jetzt auch verloren gehen. Aber der Bot hat sie ja gerade erst noch eingesetzt. Zu meinen Ungunsten, muss ich sagen. Und jetzt
stehe ich ganz kurz vor der Niederlage. Denn der Bot muss nur noch ein Gebiet hier erobern und hat dann auf jeden Fall das Spiel vorzeitig gewonnen. So. Ich könnte jetzt mit den zwei Befehlspunkten, die ich habe, was haben wir denn noch? Kartenaktionen habe ich wieder hier nur Sumatra, zwei Siedlungen, bis zu zwei Siedlungen zurückziehen. Das hier bringt mir nicht viel. Erobere ich mir ein Gebiet wieder? Oder verstärke ich das eine Gebiet hier? Ich erobere mir ein Gebiet wieder. Ich werde mit der Karte Wohlstand angreifen. Und da ich nur zwei Befehlspunkte habe, kann ich auch nur mit zwei Armeen angreifen. Aber jetzt hat der Bot keine Reserven mehr. Wir gucken mal. Pasch 1. Und der Bot wirft... Oha, Leute. Das war ein Drilling 1. Verdammt. Und ich verliere wieder beide Armeen. Und der Bot reagiert mit Stufe 1. Zusammenrottung. Eine Horde links oder rechts. Gebiet mit den wenigsten Horden. Beide gleich. Gleichstandsmarker ist hier rechts. Gleichstandsmarker genutzt. Ja, so wird das nichts. Der Bot spielt diese hier, Stufe 2. Angriff 2. Hier kann er nicht angreifen, weil in beiden Grenzgebieten muss er auch jeweils eine Horde hinterlassen und hier oben sind keine Horden. Das heißt, er kann diesen Angriff gar nicht nutzen. Das heißt, wir müssen nachziehen. Reserve. Befindet sich höchstens eine Karte in Reserve? Lege die gerade ausgespielte Aktion in seine Reserve. Jawohl, das macht er. Und es ist ja seine Aktion, also kommt noch eine Karte 1 dazu. Angriff 1, auch die kann er nicht ausführen. Wird also nachgezogen, steht ja auch drauf. Gibt es keine Horden, die angreifen können? Wirf diese Karte ab und ziehe eine weitere Karte. Besiedlung. Ziehe eine Siedlung vom Heimatgebiet mit den meisten Siedlungen. Lösen wir den Gleichstand auf. Zack. Hier. In das Gebiet mit den wenigsten Horden. Auch hier lösen wir den Gleichstand auf. Wieder nach hier. Zack. Reagieren kann ich jetzt nicht, weil er die Karte in die Reserve geklaut hat. Und hätte ich sowieso nicht gekonnt, weil Arabien draufsteht. Und Arabien habe ich noch nicht besucht. Tja, das wird nicht besser. Er wird nachher Sumatra spielen, also die Raubzüge hier, mit zwei Punkten. Und dann kann ich reagieren und eine Siedlung wieder zurückschieben. Aber das reicht mir nicht. Die hier gebe ich ihm. Ich werde die hier spielen. Obwohl, das ist ja auch eine starke Karte, die ich als Reaktion nutzen kann. Kann ich eine Horde entfernen? Kann ich die sogar ausspielen jetzt direkt? Das ist eine Idee. Kurz überlegt. Ich muss Gebiete freimachen. Ich komme immer noch nicht zu den Seereisen und das werde ich vermutlich auch nicht mehr schaffen, hier noch weitere Seereisen zu gestalten, so wie der Bot mich hier überrennt. Das wird... Er kann mich im Moment hier nicht angreifen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal ins Risiko. Wir müssen Seereisen machen. Ich werde mal besteuern. Und zwar mit dieser Karte hier werde ich zweimal besteuern. Das heißt, ich hole mir zwei Gold. Der Bot kann nicht reagieren, weil es eine Kaiserkarte ist und nur Kaiseraktionen draufstehen.
Aber Abbott spielt Raubzüge, Stufe 2. Angriff 2. Er kann aber nicht angreifen, immer noch nicht. Nochmal Angriff, funktioniert nicht. Versorgung. Nimmt 2 Siedlungen, kann er auch nicht aus dem Vorrat, der ist nämlich leer. Zusammenrottung. Und platziere 2 Horden, kann er auch nicht, weil nicht genug Horden im Vorrat sind. Bewegung. Das kann er wahrscheinlich tun. Ziehe bis zu 2 Horden aus einem Heimatgebiet. Da hat er mindestens 2, aus denen er das tun kann. In ein angrenzendes Grenzgebiet. Das muss leer oder von Barbaren kontrolliert sein. Er kann also 2 Horden hier nach Liaodong ziehen oder 2 Horden nach Sichuan oder Yunnan. Und wir lösen den Gleichstandsmarker. Den müssen wir nutzen, genau. Das heißt, wir ziehen nach links. Ziehen 2 Horden hierher. Es dürfen sich übrigens zu einem Zeitpunkt immer nur 5 Einheiten in einem der Grenzgebiete aufhalten. Es sei denn, man greift an. Also wenn ich jetzt hier angreifen würde mit 3 Armeen, dann sind es natürlich zeitweise mehr. Aber das Gefecht endet ja dann auch. Dann sind auch nur noch maximal 5 Einheiten da. Okay, das hat er gemacht. Die Bewegung. Und noch eine Einsam-Bewegung kommt dazu. Von Barbaren wird bevorzugt und leer oder von Barbaren kontrolliert sein. Eine Horde. Er könnte diese Horde bewegen. Oder hier. Wir sind aber jetzt beim Gleichstandmarker rechts. Das heißt, er nimmt dieses Gebiet und verstärkt hier. Und jetzt kann ich tatsächlich noch reagieren auf seinen Zug. Ziehe bis zu 2 Siedlungen aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes Heimatgebiet. Das heißt, wir ziehen diese Siedlung wieder zurück. Zack. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt kann er dieses Gebiet auch angreifen. Aber der Bot ist nicht dran. Wir tauschen wieder die Kartenhand. Ziehen 2 Karten nach. Tjo. Was spielt er als nächstes? Er spielt diese Indienkarte. Damit kann ich die Hälfte von Horden entfernen. Ich kann jetzt entweder angreifen mit einer Armee, zum Beispiel in Gansu. Ich kann auch jeden anderen Ort angreifen, aber man will es ja nicht übertreiben direkt. Oder ich kann verstärken. Das bringt nichts, ich werde angreifen. Aber ich brauche nur einen Befehlspunkt. Das heißt, ich lasse eben nachher diese 3-Punkte-Karte. Oder ich gestalte die Kiste etwas anders. Wenn ich hiermit eine Seereise gewinne, kriegt er die Karten. Und von denen wird er nachher entweder die mit der niedrigsten oder mit der höchsten Nummer ausspielen. Das ist entweder die, dann kann ich nicht reagieren, oder die mit der höchsten Nummer, das ist die, dann wäre das Ceylon dran. Wenn ich jetzt also eine Seereise mache, wir riskieren das jetzt mal. Wir müssen ja aber langsam zum Potte kommen hier. Wir gehen mit fliegenden Fahnen unter. Ich werde eine Seereise machen mit 3 Würfeln und werde 1, 2, 3 Junken und 2 Gold, also 5 einsetzen. Das heißt, einer von den 3 Würfeln, mindestens einer, muss jetzt 4 oder weniger werden. Ja, das kriegen wir locker hin. Das heißt, das Gold geht wieder komplett zurück, die Junke bleibt da. Der Bot reagiert. Mit Stärke 2. Zusammenrottung 2. Da hat er aber nicht genug Horden. Das heißt, in seinem Vorrat ist nichts mehr viel. Er hat fast alles im Einsatz. Das bleibt. Aber das wird auch nicht nachgezogen als Reaktion. So, damit sind wir mit meiner Aktion durch. Er spielt das Scharmützel und Aktion der Stärke 2. Die Besiedlung, oha. Genau 2 Siedlungen vom Heimatgebiet mit den meisten Siedlungen. Da gibt es 2. Er nimmt das linke. Weil wir den Gleichstand auflösen müssen. In das Heimatgebiet mit den wenigsten Horden. In das Grenzgebiet. Das ist Sichuan. Zack.
Hat er gemacht. Und Aktion Teil 2, Versorgung, nimm eine Siedlung aus dem Vorrat, kann er nicht machen. Falls nicht durchführbar, abwerfen, neu ziehen. Zusammenrautung 1, eine Horde Westmongolen oder Mandschuren, je nachdem wo weniger sind, das ist dann hier die Westmongolen. Damit ist der Bot komplett mit seinen barbaren Truppen irgendwo im Einsatz in der Fläche und meine Chancen sinken. So, ich kann jetzt aber noch reagieren. Ich habe Indien besucht, wähle eine vom Barbaren kontrolliertes Grenzgebiet, würfel mit 2 Würfeln. Und mindestens ein Ergebnis muss höher als die Zahl der Horden sein. Tja, dann kann ich die Horden entfernen. Aufrunden, die Hälfte. Das heißt, ich kann die 3 Horden entfernen, wenn ich Glück habe. Dann muss ich aber mindestens eine 4 werfen. Aber das kontrolliert er dann noch, das Gebiet. Ich versuche es hier mit Liaodong. Und das reicht. Ich kann die Hälfte der Horden, also kann ich hier eine Horde entfernen. Das heißt, von hier aus kann er wieder nicht angreifen. Das heißt, mein Gebiet Shangxi ist geschützt, weil er jetzt von hier aus nicht mehr angreifen kann und bei den Ostmongolen selber keine Horden aktuell frei beweglich da sind. Das ist schon mal nicht so schlecht. Der letzte Held stand. So, das war meine Reaktion auf den Bot und es geht weiter. Was kann ich tun? Ich habe noch 2 Junken im Vorrat. Was wird er gleich spielen? Er wird gleich entweder die niedrigste Kartennummer oder höchste Kartennummer spielen. Die höchste wäre es aktuell. Das wäre die hier, Ceylon. Dann kann ich eine Horde aus einem Grenzgebiet zurückziehen. Okay. Wenn es die niedrigste würde, wäre es die hier. Wenn ich jetzt gleich bei der Reaktion im Gleichstand entscheiden muss, dann kann ich nichts tun. Na gut. Aber auf die andere bin ich vorbereitet. Da kann ich was machen. Dann muss ich also hingehen und mich entscheiden, was ich mache. Ich brauche Gold, ich brauche Junken, um Seereisen machen zu können. Und ich brauche Armeen, um mich zu verteidigen. Das Gebiet wird er aber nicht angreifen können. Und ich glaube, darauf werde ich mich fokussieren müssen. Das heißt, ich brauche jetzt 3 Gold und ich muss darauf hoffen, dass er nicht im nächsten Zug sowohl Nachschub generiert, als auch Angriffsmöglichkeiten schafft und dann angreift. Ich hole mir erstmal nur 3 Gold durch die Besch- Oder hole ich mir... Ha, Moment. Ich könnte mir auch die Karte in die Reserve legen. Der Bot tut das ja auch. Das machen wir mal. Wir legen uns die Karte einfach in die Reserve. Und damit kann der Bot nicht reagieren. So. Dann kann ich nämlich später neu würfeln. Jetzt ist der Bot dran. Höchste Kartennummer spielt er aus, die 16. Das ist die hier. Punktwert ist 1. Zusammenrottung. Eine Horde kommt zu den Westmongolen, weil da weniger waren. Und wieder sind alle im Einsatz. Ceylon. Ziehe eine Horde aus einem Grenzgebiet in ein angrenzendes, von Barbaren kontrolliertes Gebiet. Ah, in ein anderes Grenzgebiet. Puh. Dann ziehe ich diese Horde dahin zurück. Weil so hat er einen Punkt verloren jetzt. Gut. Jetzt ist der Bot aber dran gewesen. Ich habe reagiert. Es ist nicht viel passiert. Und wir brauchen immer noch Gold und Junken. Das Gebiet ist immer noch vor Angriffen geschützt. Hier das nicht. Da kann er sich reinbewegen oder sogar reinsiedeln später. Ich muss aber Seereisen vorbereiten. Das hilft alles nichts. Ich nehme die Karte hier und hole mir erstmal 3 Gold.
Er reagiert mit Stufe 2 Reaktion. Besiedlung, genau zwei Siedlungen. Vom Heimatgebiet mit den meisten Siedlungen. Das ist das hier. In ein angrenzendes Grenzgebiet mit den wenigsten Horden. Das wäre nur das hier, was kontrolliert ist. Er kann aber damit nicht reinziehen, weil es dann sechs Einheiten in dem Grenzgebiet wären. Also dürfen nur 5 rein. Angriff 2. Auch das kann er nicht machen, weil er hat hier keine Horden bei den Ostmongolen, die angreifen könnten. Und in Liaodong muss die Truppenbesatzung bleiben. Noch ein Angriff wird auch nicht funktionieren. Bewegung, die wird funktionieren. Bis zu 2 Horden aus einem Heimatgebiet. Jawohl, hat er hier. In ein angrenzendes Grenzgebiet. Das Ziel muss vom Barbarenbot bevorzugt und leer oder von Barbaren kontrolliert sein. Das haben wir hier und hier. Wir ziehen von rechts und dann haben wir nur noch, weil das der Gleichstand ist. Und dann ziehen wir 2 Horden hier rein. Und jetzt ist das Gebiet auch wieder angreifbar. Das war seine Reaktion. Die habe ich gespielt. Jetzt spielt er diese Karte. Stärke 2. Zusammenrottung kann er nicht spielen, weil er keine Karten mehr im Vorrat hat. Reserve. Befindet sich höchstens eine Karte, dann wird diese Karte in die Reserve gelegt. Und damit entfällt auch meine Reaktion. Ganz blöde Geschichte. So. Interessant. Egal, was ich jetzt mache, der Bot wird nicht reagieren können, weil ich entweder Karten mit keiner Aktion für den Bot habe oder nur Kaiseraktionen auf den Karten habe. Das verschafft mir einen kleinen Vorteil. Tja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte für den Bot. 1, 2, 3, 4 für mich. Wenn ich ihm die Karte hinterlasse, wird er sie auf jeden Fall spielen. Und ich kann dann anschließend 2 Siedlungen zurückschieben von ihm. Das Gebiet kann er jetzt mit einer Übermacht von 1 angreifen oder sogar von 2. Ich muss eine Seereise machen, Leute. Es hilft alles nichts. Was spielt er denn als nächstes? Er spielt die Hungersnot und dann wird er nach Arabien. Das heißt, ich muss nach Arabien reisen mit den 2 Junken und den 3 Gold. Ich muss alle Gold einsetzen, dann bin ich bei 5. Das heißt, ich muss mindestens einmal 4 oder niedriger. Ich lasse mir ein Gold. Einmal 3 oder niedriger in den 3 Würfeln. Jawohl. Das Gold geht weg. Die Junke geht zurück. Und ich kann gleich hier reagieren, indem ich 3 Horden aus einem beliebigen Gebiet entferne. Das ist gut. Da habe ich Glück gehabt. Der Bot kann nicht reagieren. Aber der Bot ist dran. Und zwar mit einer Stufe 3 Aktion. Reserve 3. Befindet sich höchstens 2 Karten. Und das tun sie. Dann geht die auch in die Reserve. Verdammt. Und damit ist meine Aktion auch weg. Und seine zweite Aktion wird sein Reserve 1. Keine Karten in der Reserve. Nee, hier befinden sich welche. Das heißt, er wird nachziehen. Besiedlung. Ziehe eine Siedlung. Das ist das hier. Kann ziehen vom Heimatgebiet mit den meisten Siedlungen in das angrenzende, von Barbaren kontrollierte Grenzgebiet mit dem wenigsten Orden. Aber er kontrolliert nur das hier und er kann auch hier aufstocken. Hier sind jetzt 3 Siedlungen. Okay, ich kann nicht reagieren, weil er die Karte in die Reserve gezogen hat. Na super.
Wir schauen. So, jetzt langsam müssen wir mal gucken, dass wir mit den Seereisen weiterkommen, denn wir gucken mal. Wenn ich die Karte spiele, um die zwei Junken zu holen, dann kriegt er die und wird sie als nächstes spielen, Persischen Golf. Er spielt jetzt als nächstes die Karte mit der kleinsten Nummer. Das ist die hier. Dann kann ich also auf jeden Fall was tun. Denn in die Reserve wird sie nicht mehr gehen, da ist mit drei Karten voll. Die höchste Nummer ist diese Karte, Sumatra, da kann ich auch was tun, habe ich nämlich auch besucht. Tja, dann Persischen Golf kriege ich nicht mehr bereist, denn ich werde nicht mit einem Gold und einer Junke hier aus drei Würfeln eine 1 werfen, oder? Fragezeichen. Wenn ich die einsetze, dann wird er als nächstes die hier spielen. Mit der kann ich dann gar nichts tun. Das ist blöd. Ich müsste jetzt schon das hier bereisen, eine Seereise in den Persischen Golf machen und aus zwei Würfeln, weil ich nur zwei Punkte habe, mindestens eine 1 werfen, weil ich nur eine Junk und ein Gold einsetzen kann. Oh, verdammt. Aber nur so kommen wir vorwärts. No risk, no fun. Wir machen das mal. Oder Quatsch. Es bringt nichts. Das ist mir zu risikoreich. Das geht nur daneben. Ich werde einfach mit den zwei Punkten werde ich die zwei Junken hier holen. Der Bot wird reagieren. Wird zu Stufe 1. Ach, übrigens. Ich habe gerade übersehen. Ich habe ja jetzt mit 4 Seereisen bin ich ja recht erfolgreich gewesen. Mein Fehler, ich muss jetzt diese Karte hier umdrehen. Das steht im Schwierigkeitsgrad in der Beschreibung. Das habe ich eben verpennt. Das hätte ich, glaube ich, eben schon tun müssen. Da war es aber nicht so schlimm, weil er meine Reaktion ja von der Befehlspunkte Wert 3 abgeleitet wurde. Ich muss jetzt im Schwierigkeitsgrad leicht nach 4 Seereisen diese Karte umdrehen. Jetzt steigt die Reaktionsschwierigkeit des Bots, die Reaktionsstärke. Das heißt, er reagiert jetzt nicht mit Stufe 1, sondern mit Stufe 2 Karten. So, Zusammenrottung 2. Kann er nicht spielen? Glück gehabt, wenn sein Vorrat ist leer. So, haben wir gemacht. Er spielt, und zwar jetzt die Karte mit der niedrigsten Nummer. Gleichstand aufgelöst. Eine Aktion mit der Stufe 1. Versorgung 1. Nimm eine Siedlung. Kann er nicht. Angriff 1. Das wird er können. Er kann nur hier angreifen. Das wird er mit dieser Karte tun. Jetzt wird es spannend. Er hat 3 Reservekarten. Das heißt, er wird jetzt 3-mal neu würfeln. Pasch 5. Pasch 5. Ich habe eine Reservekarte. Mal gucken, ob das reicht. Pasch 5. Ich setze die Reserve nicht ein. Erstmal. Denn jetzt heißt es Gleichstand, nichts passiert. Der Bot greift wieder an. Jetzt muss ich die Reserve einsetzen gegen den Dreier-Drilling. Jetzt setze ich meine Reserve ein. Ich darf 3-mal neu würfeln. Einmal. Zweimal. Tja, das wird nichts mehr. Fast 3-mal, aber das Pasch reicht nicht. Tja, jetzt haben wir noch nicht ganz verloren. Schauen wir mal. Das war seine Aktion. Meine Reaktion ist jetzt,
weil ich 4 Seereisen habe. Der Anführer der Barbaren entfernt eine Horde aus einem seiner Heimatgebiete. Dann werden wir ihm diese Horde hier klauen. Was haben wir jetzt erreicht? Wir sind ganz kurz davor zu verlieren, aber er kontrolliert dieses Gebiet noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt da mal schleunigst die Kontrolle übernehmen. Denn das Gebiet kann er nur mit einer Bewegungsaktion besetzen. Und das kann er tun. Er hat hier eine Horde frei oder 2 sogar. Und könnte damit sofort gewinnen. Ich hoffe, dass er das nicht tut. Und was ich dafür tun muss. Ich brauche nur eine Karte mit einem Punkt zu spielen. Beispielsweise die hier. Bewege das Grin, meine Armee da rein, um den letzten Widerstand aufrechtzuerhalten. Der Bot kann nicht reagieren, es gibt keine Reaktion für ihn. Aber er spielt und er spielt die Aktion der Stufe 3. Zusammenrotten, 3 Horden aus dem Vorrat. Nicht genug Horden sind, also muss man nachziehen. Bei dem Spiel stört mich ein bisschen, dass ich hier 3 verschiedene, nein, eigentlich 4 verschiedene Kartenstapel managen muss. Und wenn man es genau nimmt, sind es dann 1, 2, 3, 4, 5 Ablagen sozusagen. 2 Hände, 4 Kartenstapel, also das ist eine Menge Kartenmanagement. Nochmal Zusammenrottung 3. Reserve 3. Befinden sich höchstens 2 Karten, kommt die Karte in die Reserve. Also er rüstet seine Reserve aus. Das kann er. Und dann kommt noch ein Angriff 1 hinzu. Das kann er auch. Er wird mit den meisten Horden angreifen. Es gibt nur eins, wo er angreifen kann. Das ist das hier. Jetzt kommt es zur Entscheidungsschlacht. Und er hat 3 Reservenkarten, ich keine. Super. Die Reserve wird er nutzen. Einmal, zweimal, dreimal. So, Pasch 2. Und ich habe nur einen Wurf. Und damit ist das Spiel zu Ende. Meine Armee muss gehen. Die Barbaren haben mich vollständig überrollt an der chinesischen Mauer. Ich konnte meine 7 Seereisen nicht beenden erfolgreich. Und damit ja, geht das chinesische Kaiserreich leider unter in diesem Falle. Das war's. Dramatisch verloren. Wie wird jetzt gewertet? 12:0 für den Bot. Ich mache gleich noch ein Foto, das wird im BG Stats eingetragen. Ich habe auch heute Morgen schon die erste Übungspartie verloren. Blöde Geschichte, genauso. Das ist die nächste Niederlage, die ich einstecken musste. Es ist ein bisschen Würfelglück, muss ich sagen. Schade eigentlich. Dennoch ein hübsches Spiel, vor allen Dingen auch zu zweit. Das Tauschen der Karten ist eine sehr interessante Mechanik. Der Kaiser zieht immer Karten nach, der Barbar gar nicht, sondern er kriegt immer in Anführungszeichen die Reste, die der Kaiser hinterlässt. Mit denen kann er aber eine Menge anfangen. Also das ist schon eine Menge Holz, was hier passieren kann. Ein hervorragendes Zwei-Personen-Spiel. Bei der Solo-Variante bin ich mir nicht ganz sicher, ob das durch das aufwendige Management von 1, 2, 3, 4 Kartenstapeln, 2 verschiedenen Händen immer wieder tauschen. Das ist schon ein bisschen Fummelei, hier die Kartenschwierigkeiten beachten bei den Reaktionen, aber nicht bei den Aktionen. Das ist ein bisschen aufwendig, das Ganze. Aber dennoch, und jetzt kommt der Shoutout an die Person, die mir dieses Spiel zur Leihgabe geschickt hat, damit ich ein Video darüber produziere, was ich hiermit gerne tue. Die Reisen des Zheng He. Das habe ich mir nämlich ausgeliehen von einer Person, die ich unter dem Namen Mupfel kenne. Die Person weiß Bescheid. Wir haben uns über Discord in einem Chat kennengelernt. Sie hat mir das Spiel geliehen. Und darüber bin ich sehr dankbar. Das hat mich sehr gefreut, dieses Spiel kennenlernen zu können, auch mal zu zweit und solo ausprobieren zu können. Hat riesen Spaß gemacht. Ich werde es noch ein, zwei Mal spielen, denke ich, auch solo. Und dann aber auch zurückschicken mit einem kleinen Gruß dabei. Vielen Dank, liebe Mupfel, dass du mir das geliehen hast. Ich denke, jetzt hast du einen guten Eindruck davon bekommen, wie das Spiel funktioniert, solo. Ich kann es euch empfehlen, es mal zu zweit zu spielen. Wenn ich es dir zurückschicke, versucht es mal zu zweit.
kniet euch rein in die Regeln, es lohnt sich. Es ist am Anfang ein bisschen knifflig, die diversen kleinen Fälle zu entscheiden, aber es lohnt sich wirklich, dieses wirklich schön gestaltete Spiel. Die Karten sind gut lesbar, die Schrift ist ausreichend groß. Und ja, ich denke, ich persönlich halte es besser als Zwei-Personen-Spiel als Solo-Spiel. Dafür ist es mir etwas zu aufwendig. Da kann ich genauso gut in Imperium spielen oder in. Das ist ähnlich aufwendig vom Management von Karten her. Dafür ist es dann im Verhältnis mit der kleinen Schachtel, ist es dann sehr viel Spiel, was man kriegt. Das ist gut, aber sehr aufwendig zu managen im Solospiel. Im Zwei-Personen-Spiel würde ich das deutlich eher empfehlen. Trotzdem, vielen lieben Dank für die Leihgabe. Gerne gespielt, gerne ein Video produziert darüber. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Eindruck von den Reisen des Zheng He. Ming Voyages bei Frosted Games. Schönes kleines Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.